Herz willkommen bei DVS-TV. Wir sind heute zu Gast beim Fachkongress Fertigung 4.0. Neben spannenden Vorträgen wurde auch der neue Verband Industry Business Network 4.0 vorgestellt. Herr Mikulina, wie kamen Sie auf die Idee, das Industry Business Network 4.0 zu gründen? Ja, eigentlich ist die Idee entstanden aus der täglichen Arbeit in der Produktion, wo wir dann an unsere Kunden Technologie liefern, die vernetzt wird mit anderen Herstellern. Und wir haben gesehen, es ist eigentlich nicht mehr zeitgemäß, dass wir immer wieder neu anfangen. Und wir haben sofort erkannt, ein Standard, was wir umsetzen, bringt greifbaren Nutzen für den Kunde sowie auch für die Hersteller. Vorgestellt wurde der neue Verband von Andreas Kaiser, der bei MicroStep den Vertriebsbereich Key Account verantwortet. Kaiser betonte, dass der neue Verband das Rad nicht gänzlich neu erfinden will. Vielmehr soll gemeinsam eine Implementierungsguideline für bereits bestehende Vernetzungsstandards erarbeitet werden. Und zwar immer verbunden mit dem Ziel, im Ergebnis greifbaren Mehrwert für Kunden zu bieten. Betreut wird das herstellerübergreifende Projekt von Professor Dr. Schilp von der Universität Augsburg und vom Fraunhofer IGCV. Das Ziel, bereits zur Messe Schweißen und Schneiden im Jahr 2017 sollen zu ausgewählten Mehrwertfeldern wie Maintenance, Energieeffizienz oder Arbeitssicherheit erste Applikationen präsentiert werden. Die Vorstellung des Netzwerks wurde von dem Fachkongress Fertigung 4.0 begleitet. Doch was ist Industrie 4.0? Zuerst einmal eine neue Art zu denken. Viele denken Industrie 4.0 wäre irgendetwas, und dann kommen ganz komplizierte Wörter und irgendetwas Kompliziertes hinten dran. Ich sage immer, Industrie 4.0 heißt, das, was wir machen, noch einmal neu zu denken. Neu zu denken vor dem Hintergrund der Chancen der Digitalisierung, vor dem Hintergrund einer Wirtschaft, die inzwischen einfach global arbeitet. Und unter Industrie 4.0 verstehe ich die intelligent vernetzte Produktion. Das heißt, wir werden in der neuen Welt, in der digitalisierten Welt, in der Produktionstechnik Einzelsysteme haben, die miteinander kommunizieren können, drahtlos kommunizieren können natürlich, weil sonst müssten wir alles verdrahten, und die in sich dann Informationen austauschen und so aus verschiedenen Einzelsystemen ein intelligentes Gesamtsystem ergeben, was dann auch eine gewisse Autonomie hat, beispielsweise selbstständig Entscheidungen fällen kann. Wenn Maschinen selbstständig entscheiden, was sie tun, wo wird das heute dann schon angewendet? Wir haben ganz, ganz viele Maschinenanlagenbauer, die in den verschiedensten Industrien unterwegs sind. Ob das 3D-Druck ist, ob das Simulationssoftware sind, ob es darum geht, neue, wirklich Industrie 4.0-fähige Produkte auch zu machen, die sogenannten Smart Products. Im Moment ist ja sehr stark auch die Smart Robotik als ein großes Themenfeld gerne genommen. Kommen wir nun von der Theorie zur Praxis. Warum ist Industrie 4.0 für kleine und mittelständische Unternehmen wichtig? Ja, grundsätzlich geht es einfach darum, dass kleine und mittelständische Betriebe den Anschluss an die Großen nicht verlieren dürfen. Und deswegen ist dieser Akt, auch mit 4.0 in diesem Bereich zu arbeiten, ein immens wichtiger Zeitpunkt, jetzt damit zu starten. DVS-TV hat nachgefragt, was die Firmen in diesem Bereich schon machen. Ja, also auch wir stehen und standen da vor großen Herausforderungen. Wir können Maschinen untereinander vernetzen. Wir haben Software-Applikationen, die wir dort einsetzen, die wir mit anderen Herstellern beginnen zu vernetzen. Wir können auswerten, wir können über Statusberichte erfahren, was eigentlich an Maschinen los ist, und können somit dem Kunden, respektive dem Operator oder auch dem Firmeninhaber einen schnellen Überblick geben, was eigentlich aktuell an seiner Maschine oder auch in seinem Produktionsprozess los ist. Wir haben unglaublich viel investiert in Sachen Zeit und Geld, in Sachen Software. Wir sind natürlich Marktführer durch die Jahre geworden, was die Welding-Management-Software angeht. Wir investieren weiterhin natürlich dahin, weil wir ganz klar den Mehrwert im Schweißen nicht nur in dem Lichtbogen als solches sehen. Der muss fantastisch sein und sehr, sehr auf hohem Niveau. Nur der essentielle Mehrwert, der kommt dann eigentlich durch die Software, dass der Bediener ein besseres Interface hat, eine bessere Benutzungsoberfläche. Und das ist ganz wichtig, dass nämlich die Software einen ganz großen Mehrwert generiert und auch den Benutzer, den Anwender, die Firmen wettbewerbsfähiger macht im lokalen und auch im internationalen Wettbewerb. Im Rahmen der Veranstaltung wurde das Innovationsforum 4.0 von MicroStep in Bad Wörishofen eingeweiht. Der Fachkongress Fertigung 4.0 endet traditionell bayerisch mit einem Fassanstich. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.